Sag ich, am Sonntag wartet in der Bundesliga die WSG Tirol, ein Gegner, mit dem du ein sehr positives Erlebnis in deinem jetzigen Trainerlauf verbindest, und zwar dein erstes Spiel und deinen ersten Sieg. Ja, es war vom Resultat her ziemlich klar, aber vom Spielverlauf her haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt. Es hat doch die eine oder andere Situation gegeben, die wir positiv überstanden haben. Ja, wir treffen auf einen Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen ist. Einerseits ist es einer der fleißigsten Teams in der Bundesliga, was die Laufbereitschaft betrifft und die Laufintensität. Und auf der anderen Seite ist es eine Mannschaft, die sich traut, Fußball zu spielen, versucht da spielerische Lösungen zu finden. Es wird alles andere einfach. Es wird sicher nicht so sein, wie es möglicherweise viele Fans denken. Wir werden sehr, sehr hart arbeiten müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Mit 3 Punkten könnten wir bereits am Sonntag einen Platz im oberen Playoff fixieren. Worauf jetzt ankommen, damit wir eben entspannt in die letzte Runde des Grunddurchgangs gehen können? Es wird wichtig sein, dass wir so schnell wie möglich zu unserem Spiel finden, dass wir Druck ausüben, dass wir sehr aggressiv sind im Spiel gegen den Ball und trotzdem, wie gesagt, immer wieder nach vorne spielen, auch wenn vielleicht eine oder andere Fehler passieren wird, dass wir nicht die Geduld verlieren, dass wir ja, den Glauben an uns behalten. Es wird wichtig sein in so einem Spiel und ich hoffe, dass wir mit unseren Fans im Rücken, dass wir da auch diese Energie auch bekommen und haben werden in dem Spiel, das wir unbedingt auch brauchen. Wir können bei den Tirolern zurückblicken auf eine Serie von 8 Spielen ohne Niederlage. Schaut man auf sowas? Ich nicht, andere schon, ich nicht, weil man muss jedes Spiel auch richtig einordnen. Es waren sehr viele enge Spiele dabei, wo wir das Glück auf unserer Seite gehabt haben. Das werden wir auch diesmal brauchen, aber das Glück hat ja bekanntlich oft der Tüchtige und ich hoffe, dass wir, oder ich gehe davon aus, dass wir sehr viel investieren werden und sehr viel arbeiten werden müssen, wenn wir da erfolgreich sein wollen. Zuletzt noch, wie schaut es personell aus? Gibt es Updates? Pauli Gattler hat sich gestern beim Training verletzt und ist heute erfolgreich am Meniskus operiert worden. Wird uns fehlen einige Wochen. Ansonsten Thorsten Schicker ist wieder retour, auch Strunzi ist wieder retour, voll belastbar. Und trotz der Ausfälle von Auer und Page haben wir doch einige Möglichkeiten. Grülli, am Sonntag steht mit dem Spiel gegen die WSG der mögliche frühzeitige Aufstieg in die Meistergruppe bevor. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, also ich glaube, WSG ist eine Mannschaft, die sehr gerne spielerische Lösungen sucht und da müssen wir natürlich auf der Hut sein, aber natürlich, wie es auch die letzten Ergebnisse erzeugt haben, haben wir dann, wenn wir den Ball gewonnen haben, auch sehr gut umgeschalten und auch oft sehr viele Tore gegen sie gemacht, aber ja, das Spiel startet bei 0-0 und ja, wir brauchen ähnlich gute Leistungen wie immer in den Spielen davor und ja, dann werden wir auch die 3 Punkte holen. Mit 4 Toren in 5 Meisterschaftsspielen bist du unser erfolgreichster Torschütze gegen die WSG Tirol. Sind sie vielleicht sowas wie dein Lieblingsgegner? Ja, scheint so. Also ich glaube, gegen WSG habe ich fast immer getroffen in meiner Karriere bis jetzt, aber ja, wie gesagt, jetzt ist wieder ein neues Spiel und natürlich will ich wieder ein Tor machen, aber in erster Linie zählt natürlich, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Bei den beiden bisherigen Partien gegen die Tiroler in dieser Saison sind relativ viele Tore gefallen. Ist ein Traum für jeden Stürmer, so Highscoring Games? Ja, natürlich schießt jeder Stürmer gerne Tore. Im Endeffekt, wenn es so verläuft wie bis jetzt, dass viele Tore auf unserer Seite sind, glaube ich, ist für jeden super, auch für die Verteidiger von uns. Und ja, wir würden natürlich als Stürmer immer so viel Tore schießen wie möglich, aber natürlich ist es nicht immer das Einfachste. Cashi, am Sonntag steht das vorletzte Spiel des Grunddurchgangs der diesjährigen Bundesliga-Saison gegen die WSG an. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, es wird sicher ein sehr, sehr schwieriges Spiel wieder. Wir sind gewarnt, wir sind schon sehr, sehr gut von unserem Trainerteam auf den Gegner vorbereitet worden. Wir wissen, was uns erwartet und wir freuen uns schon riesig darauf, dass wir wieder ein Heimspiel haben. Wie glaubst du, wird der Gegner in die Partie gehen? Erwartest du einen großen Kampf? Ja, wird definitiv wieder ein großer Kampf werden. Wir kennen ja den Gegner schon sehr gut. Wir haben schon 2-mal in der Saison gegen einen gespielt. Dürfen uns natürlich nicht täuschen lassen, waren klare Ergebnisse für uns, aber wir wissen, was auf uns zukommt, dass sie sehr, sehr
laufstarke Mannschaft sind, aber auch spielerisch sehr, sehr mutig im Auftreten. Und vor diesen Aspekten sind wir gewarnt und wir werden uns perfekt darauf einstellen. Du hast es angesprochen, wir haben dieses Jahr zweimal gegen die Tiroler gespielt, allerdings noch nicht zu Hause. Ändert das etwas? Ich denke jetzt nicht, dass es großartig was ändert, außer dass wir unsere Fans, unsere unglaublichen Fans wieder im Rücken haben. Wir haben es jetzt beim letzten Heimspiel schon gesehen, ja, was die für Kraft haben. Und wir wollen es natürlich wieder mit einem Sieg belohnen.